Macht halt einmal die Musik aus! So romantische Schmarrn da, ich habe ihn noch nicht einmal angefangen. Das ist ja nicht so einfach, das ist ja ganz ein besonderer Fisch. Also. Kann man doch einmal sagen, oder? Hä? Ist doch wahr. One love, one life, when it's one need in the night. Heut in der Freizeit. Die Akrobaten unter den Anglern. Von der Kunst des Fliegenfischens und wie auch sie das lernen können. Und wer hat's erfunden? Wahrscheinlich die Iren. Seit 1608 wird auf der Insel Whisky gebrannt. Ein Mann sollte in seinem Leben, Sie wissen schon, Kind, Baum. Und er sollte einmal einen Fisch selber fangen. Dafür bin ich nach Irland geflogen. Aber nicht für irgendeinen Fisch, nein, sondern für den König der Flüsse, den Lachs. In Irland braucht's keine Angelprüfung wie in Deutschland. Einfach mal im Urlaub eine Tageskarte kaufen, die Angel auswerfen und sein Glück versuchen. 2 Stunden dauert's von München nach Dublin und weitere 3 Stunden nauf in den Nordwesten nach Ballina, der Hauptstadt des Lachsfischens. Auf die Idee bin ich durch Markus Müller gekommen, ein leidenschaftlicher Fliegenfischer und Diplom-Hydrologe, den es vor Jahren nach Irland verschlagen hat. Heute ist er Manager bei der irischen Fischereibehörde. Hi. Mr. Schmidt. Yes, it's me. Very good. Welcome to the west of Ireland. I'm Shane Maloney. Welcome to Mount Falcon. Hello, Shane. Thank you. Danke. Wunderbar. Großartig. Hallo. Markus. Gute Anreise gehabt, ja? Ah, wunderbar. Ja, ja, du. Man ist ja gleich da. Es geht ja relativ schnell. Do you like to try a Guinness? A Guinness vom Gastgeber Shane Maloney höchstpersönlich. Ja, selbstverständlich. Mount Falcon also, ein 150 Jahre altes Anwesen mit Herrenhaus, wird für die nächsten Tage meine Unterkunft sein. Und da soll ich also zum Lachsfischer werden. 7 Tage habe ich mir gegeben. Viel Glück. Now, Guinness is ready, gentlemen. Slauncher. 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 The blood of the Irish. Slauncher. Oh, really? Yeah. Oh, okay. The first thing you have to do is Guinness, and the last thing before you die is catch a wild Atlantic salmon in Ireland. You must do this. Und zum Atlantiklachsfang bist du hier genau am richtigen Ort. Ich kenne da Geschichten, da haben schon Väter die Hochzeit ihrer Töchter sausen lassen wegen dem Lachsangeln. Wirklich? Ja, Tatsache. I've seen grown men cry, not catching salmon. And I've seen grown men divorce because they caught salmon. Oh, really? So, catching it is up to you. Yeah, yeah. Okay. Das Lachsfischen, das ist eine Philosophie. Also, wenn du deinen ersten Lachs auf die Rute kriegst und den dann drillst und den landest, das ist ein Gefühl, das vergisst du dein ganzes Leben nicht. Und wann darf es dann losgehen? Morgen früh geht's los. Und wir haben auch den besten Guide für dich besorgt. Für mich? Für dich, ja. The best guide? Ja. The best guide. Oh, really? A guaranteed catch. Ja. Gibt keine Entschuldigung, wenn du nichts fängst. Alles klar. In zoological terms, the fish is a very special species because it grows even after its death, as exaggerated by the angler. Also, ich sag's Ihnen, wie es ist. Ich gehe tatsächlich zum ersten Mal zum Fischen. Den Hotelgästen steht ein Flussabschnitt am River Moy sehr exklusiv zur Verfügung. Und weil mir der Markus und der Shane den besten Guide versprochen haben, sitzt jetzt der Michael, also der Michael, mit mir im Boot.
Ja, der Michael soll es also richten und mir beibringen, wie man den majestätischen Salmo Salar, den atlantischen Lachs, an den Haken bekommt. Wer einen so edlen Fisch fangen möchte, sagt der Michael, der muss eine ebenso edle Fangmethode wählen. Und deswegen führt er mich ein in die Philosophie des Fliegenfischens. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Lektion 1 beim Fischen mit der Zweihandrute und auch die wichtigste, das Werfen. A lot of people think that salmon fishing is a very, very difficult sport, but in fact, it's mostly the body that does the work for you, in the turning, and the rod does all of the work. You know? Die Angel macht die ganze Arbeit. Yes, and the casting now that is. Ah ja, das ist ja praktisch. A couple of hours will get you started. It's much easier to pick up than you think. Gut, jetzt muss nur der Fisch weiß Bescheid, also der Lachs weiß der. The fish has to do some work too. Yeah. Ja, genau, der Fisch muss ein bisschen arbeiten. Gut, dann macht es die Angel und der Fisch. Und ich schau zu, wie ich das mache, praktisch. This is the weight of the line. It's a bit thicker. That's the actual casting weight. Ach so, wir angeln praktisch mit so einem, was ist das, eine Wäscheleine praktisch. Yes. Ein bisschen dicker. Das Gewicht, was wir haben, ist die Schnur. If I let any more line out than that, the cast doesn't work. It looks very, very easily. So, yeah. It's nicht so schwer, huh? No. Okay. Now, the first thing is the stance. On this bank, we're casting with the right hand up the rod, and the left hand here. If you were to stand now with your left foot forward, that means you're very, very open, and you can overturn the body. Ah, okay. That's a bit. So, Yes. Now the way we stand is right foot forward like this when we're casting with the right hand up. Also, der rechte Fuß schaut dahin, wo ich hinschmeißen will. Yes. Now when I turn my body, I can't turn too far. So I can only come to here, and that's correct. Okay. Keeps me in line. Okay. You know where you're aiming to, yes. Okay. Also ich weiß ganz genau, wo ich hin will. It's not chance. Everything is planned. You know exactly where you're casting to. So I use a shoulder-width grip. So it's about that far apart. Also schulterweit auseinander die Hände. Yes. If it's up here, you know you're reaching all the time, and it's tiring for your arm. Okay. And if you're down here, it's too heavy. It's tip heavy, and that's also uncomfortable for a full day's fishing. I'll get you to try it then, Max, yeah? Well, ich jetzt? Jetzt? Now? Yes. Okay. So, das ist praktisch jetzt einmal schulterweit. Deal up here. Yeah. That's what we want. Okay. Okay. And then everything is lined up with the target. So when I cast forward, it all goes exactly where I want it to go. So I think you have the snap. The salmon is. Also der Lachs ist immer noch da, gell? Ist immer noch im Fluss. It should still be here. Yes, the salmon should be here. But with your casting now, they may have gone back to sea. It's quite possible. They may have turned. But no, they should still be here. And der Fisch geht doch nicht, oder? Wenn er mich sieht, oder? Ich schau dir so einfach aus. Hi guys, schon was gefangen? Ich habe euch was zu essen mitgebracht. Ja, das ist sehr gut. Und das Fliegenfischen ist schon eine sehr elegante Sache. Super ästhetisch, oder? Ja, ich weiß nicht, wem du zugeschaut hast. Also wenn man Michael zuschaut, dann schaut das schon sehr elegant aus. Weil ganz so einfach ist es nicht. Gell? Gell? Ist es nicht. Ja, schon komplex. Ja. Aber wenn man es kann, es ist einfach eine Lebenseinstellung. Es ist mehr als Angeln. Fliegenfischen ist einfach was ganz Fantastisches. Ne? Als Fliegenfischer ist man einfach mit der Natur zusammen, es ist toll. Und du musst dir mal vorstellen, der Lachs hat ja nur noch einen Beißreflex hier. Der frisst ja hier im Süßwasser gar nichts mehr. Das macht das ganze Jahr noch schwieriger. Aber man, also fangen kann man dann schon einen.
Fangkammer ein. Aber im Meer hat er sich vollgefressen und hier hat er nur noch eins im Sinn, sich zu vermehren, so schnell wie möglich hoch in den Oberlauf. Und dass man dann einen fängt mit der Fliege, ist fast ein Mysterium. Last year, at the end of May, Ende Mai war ich oben am Fluss mit der Wasserkugel fischen. Ich hatte einen Biss, den Fisch 10 Minuten im Drill. Dann hat sich die Schnur an einem Felsen verfangen und ist gerissen. Der Lachs war weg. 4 Stunden später bin ich dann nochmal mit der Fliegenroute gegangen. Und beim Werfen hat der Haken der Fliege genau die Öse der Wasserkugel erwischt. Und da war immer noch der Lachs dran. 15 Pfund hat er gehabt. 15 Pfund? Oh, you know, that length there. But fat, you know, a big fish. It's true. It's not a fairy tale. Seriously. Yeah. If this happens, I will catch a fish. Oder? Wenn er das so macht, kann ich mit der Hand fangen, wahrscheinlich. Aha, okay. It will be. It will be like this big, my first fish. Okay. Finito. So, ich glaube, für heute reicht's, ne? Jetzt gehen wir mal ins Salmon Capital of Ireland, nach Ballina. Hauptstadt des Lachses? Die Lachshauptstadt, genau. Fishing is something that allows a man to be content with dignity and in freedom. Das ist jetzt, oder? Das ist es hier, jawohl. Das ist der Ridgepool. Der Ridgepool. Also das, was ich jetzt sage mal, für den Tennisspieler Wimbledon ist, für den Fußballer Wembley, ist für den Lachsfischer der Ridgepool. Ist für den Fliegenfischer der Ridgepool in Ballina, genau, am River Moy. Der Fliegenfischer. Ja. Und warum? Ja, weil das eben ein Top-Platz ist. Die Fische, muss man sich vorstellen, kommen vom Nordatlantik, haben Tausende von Kilometern schon drauf. Das ist jetzt das erste Hindernis, was du hier siehst. Die müssen hier erst einmal ausrasten. Ah, bevor es dann da überhaupt erst einmal, die müssen ja da durch. Da, wo sie überall durch müssen, da zählen wir die Fische auch. Ja. Ah, das ist ja praktisch. Ja, klar, logisch. Ja. Ihr wisst genau, wie viel Fisch das dann letztendlich... Wir wissen genau, wie viele Fische da hochkommen. Hier zählen wir die Fische. Die müssen da durch praktisch. Also wenn sie sozusagen da ausgeruht sind dann, und überlebt haben, dann schwimmen wir es weiter. Genau, die müssen alle hier durch. Es gibt 2 Arten von Counter. Das ist ein Resistivitäts-Counter, ein Resistivity-Counter. Heißt genau was? Wird die Resistivität des Wassers gemessen. Die ändert sich, wenn ein Lachs über diese Elektroden schwimmt. Du siehst diese 3 Elektroden hier. Ja. Gibt es einen elektrischen Impuls. Wenn wir jetzt einen Aufsteiger haben, kommt der Impuls zuerst an der unteren Elektrode. Aha. Diese Kamera zeichnet auf, 24 Stunden lang. Dann können wir genau sehen, was passiert ist. Aber wenn es dunkel ist, dann hat die ja, sieht die ja nichts mehr. Infrarotkamera. Ah. Wir haben alles gedacht. Wann schwimmen die denn eigentlich? Also schwimmen die, ich sage mal, Wochenende, Feiertag, Ferien? Schön wär's, ja. Also das kann man nicht genau sagen. Es kommt auf die Jahreszeit an. Und dann ist es meistens so, dass die Dämmerung oder auch die Morgenstunden eine ganz gute Zeit ist, wo die vermehrt aufsteigen. Und wie viel haben wir? Also wie viel zählt ihr da so? Wir gehen von aus zwischen 40.000 und 60.000 Fischen pro Jahr hier im River Moy. 60.000? 60.000 im Jahr. Im Jahr. Ja, da kann für mich eigentlich auch noch dabei sein. Hä? Auf jeden Fall, ja, hoffen wir doch. Ja.
Jetzt ist das ja nicht der einzige Fluss, der Lachs hat. Nee, wir haben ungefähr 150 Lachsflüsse in Irland. Aha. Und da gucken wir natürlich auch nach den Beständen. Die Fangmeldungen kommen rein, dann gucken wir, welche Laichgruben da sind im Herbst. Dann zählen wir auch die Jungfische. Und alle diese Daten werden in ein Modell eingebaut. Und dann entscheiden wir, ob wir einen Fluss zum Fischen freigeben oder nicht. Ah, ihr sperrt einen Fluss ab, wenn es sein muss? Wenn die Bestände das nicht zulassen, dass gefischt werden kann, entscheiden wir auch, dass ein Fluss gesperrt wird. Weil es geht ja um den Fisch. Es geht primär um den Fisch. Der Fisch ist im Vordergrund, nicht der Angler. Ja, das Ziel ist ein natürlicher Bestand an Wildlachsen, die sich selber vermehren. Bis 2006 hat man durch die kommerzielle Netzfischerei vor der Küste 65% aller Lachse weggefangen. Ja, bevor die überhaupt in die Flüsse zurückkonnten. Hier läuft eigentlich alles zusammen. Hier siehst du jetzt verschiedene Infrarot-Silhouetten von Lachsen, die in den letzten Tagen durch unseren Counter geschwommen sind. Ist der so groß? Der ist so groß, siehst du hier oben, 90 cm. Und sogar das Detail dieser Aufnahme kann sogar die Fettflosse des Lachses hier erkennen. Schwanzflosse, Rückenflosse, Fettflosse, ist also sehr detailgenau. Aber wie groß kann der Lachs werden? Lachs kann weit über einen Meter werden. Aber du musst auch mal überlegen, was das für eine Leistung ist für diese Fische, bis die hier angekommen sind, was die schon hinter sich haben. Mehrere tausend Kilometer durch den Nordatlantik. Nur eins im Ziel, irgendwann im Winter abzuleichen, weiter flussauf. Also welche Strapazen auch dieser Fisch auf sich nimmt. Und die wissen genau, wo sie müssen. Das ist genau der Fluss. Ganz genau. Die kehren dort wieder hin, wo sie quasi geboren wurden, wo ihre Eltern abgeleicht haben. An einem Frühlingstag bin ich geboren, geschlüpft aus dem Ei, das meine Mutter im Winter in den Kies gelegt hat. Ich lebe ein paar Wochen von dem Dottersack vor der Brust. Mein Hunger wird größer. Sie nennen mich jetzt Fry und ich fange selbstständig Insekten. Ab Herbst verwandle ich mich in einen Paar. Nach etwa 2 Jahren bin ich ein junger Smolt. Jetzt präge ich mir genau den Geruch des Wassers ein und vergesse ihn nie wieder. Dann lassen wir jungen Lachse uns mit der Strömung flussabwärts treiben. Und unser zweites Leben beginnt im Salzwasser. Wir schwimmen durch den Atlantik bis Grönland. Krebse und Meeresfische verschwinden in meinem Maul. Doch nach etwa einem Jahr im Meer bekomme ich Heimweh. Ich erreiche als sogenannter Grills die Küste und schwimme dann wieder zurück in meinen Fluss. Ziel ist der Bach, in dem ich geboren wurde. Hier beginnt um Weihnachten die Hochzeit. Meine Braut legt 5.000 bis 10.000 Eier in den Kies. Nach dem Ableichen sterben die meisten Männchen und viele der Weibchen. Der Rest kehrt zurück ins Meer. Heit Vormittag Hobby frei. Zeit für Kultur und Kulinarik. Vor über 400 Jahren sollen die Iren den Whisky erfunden haben. Und wie der hergestellt wird, das schaue ich mir im Besucherzentrum in Tullamore an. Das hier zeigt unser Gerstenfeld. Gerste wächst eigentlich nicht ganz so hoch, sondern nur bis zur Taille. Und hier sieht man die zweizeilige Gerste, die wir benutzen. Zwei bedeutet, dass wir auf jeder Seite eine Kornreihe haben. Wir verlangen Frühjahrsgerste, weil sie besonders viel Stärke hat. Ah. Erstens, unser Whisky ist dreimal destilliert. Zweitens, unser Whisky ist dreimal gemischt. Wir machen also drei einzelne Whiskys und dann mischt der Masterblender alle drei zusammen. Den ersten Whisky machen wir aus Malz. Dann brennen wir einen traditionellen Whisky, den Potstill Whisky. Potstill Whisky gibt es nur in Irland. Dazu brauchen wir 50% geröstete Gerste und 50% ungeröstete, auch grüne Gerste genannt. Für den dritten Whisky verwenden wir Mais. Triple Blend heißt also, wir mischen Gerste, Potstill und Mais-Whisky. Whisky bekam seinen Namen durch den lateinischen Begriff Aqua Vitae, das Wasser des Lebens. Okay. Und das heißt auf Gälisch Ishge Baha. That's easy. Yeah. Hier destillieren wir unseren Whisky. Das sind drei Anlagen, Nachbauten, die wir früher hier in Tullamore genutzt haben. Der Whisky reift in gebrauchten Holzfässern und erhält so zusätzlich Farbe und Aroma.
Unser Whisky hat so ganz natürliche Geschmacksrichtungen, die wir nicht künstlich hinzufügen. So the smells we have are green apple, grüner Apfel, orange, Orange, cinnamon, Zimt, green grass, grünes Gras, and vanilla pods. Vanille. Solche Brennereien gab es früher hunderte in Irland. Doch Mitte der 1950er Jahre kam der Niedergang. Die Produktion wurde ins Ausland verlegt. Heute erlebt der Whisky eine Renaissance in heimischen Destillerien. Auch in Tullamore wird seit 2014 wieder gebrannt. Ja, und da muss man natürlich probieren. Celebratory Single Batch. Triple Blend, Triple Distilled, aged in Bourbon and Sherry Cask and finished in Virgin American Oak Casks. It's delicious. Ah, okay. High five. Try. Aquavite. Ja, der belebt. Apropos Wasser, meine zweite Lektion mit dem Michael. Er wartet auf mich, also auf uns. So today we're going to put a hook on the line. Yesterday we were just casting. That's just for practice. Hat der das überhaupt kein Haken dort gewesen an dem, was ich gestern? No, we cut that off. We've mastered the casting at this stage. So we'll try fly fishing. And these are all Irish shrimp flies. Jetzt machen wir mit Haken. Yes, exactly, yeah. Right, this is one that I caught a few fish on in the last week. It's a band special, so we may fish that. Irish shrimp fly. Yes. Eine irische Schrimpfliege. And the fish, sieht die Farbe. Better than me and you can see the color. Even the shade of color can matter sometimes. It's very important. Everything about it, the proportions is very important. Die Proportionen? Yeah, it's got a shorter front hackle than a middle hackle. And then the tail has to be the correct length. If it's too long, it doesn't look natural in the water. It imitates something like a shrimp or a small bait fish, something like that, like salmon eat krill in the ocean. A krill? Yeah, krill, okay. Yeah. Okay, also die kleine, ja, genau. Yeah, or some small shrimp or anything like that. As long as it gives the impression aber of life, so ein Shrimp. The salmon wants to kill it. Ah, der Lachs ist ein Raubtier, gell? Also dem ist dann wurscht. Hauptsache, es kann leben, praktisch. Weil der Köder nur aus Federn und Faden besteht, wiegt er ja fast nichts. Die Fliege soll aber mitten rein in den Fluss. Ja, das ist ja quasi so, als wenn man versucht, einen Wattebausch 15 Meter weit zu werfen. Nicht umsonst werden Fliegenfischer wie wir so ein bisschen die Akrobaten unter den Anglern genannt. Okay, before you tighten a knot, you just have to wet it. So. Den Knoten abschlecken. And then. Ah, dann rutscht er zusammen. Ah, ja. Tight. Mhm. Gut. Da hängt er drauf, dann, der Salmon. Gell? 20 Kilo? 20 pounds? 15 pounds line. It should hold a 20 pound fish. Yeah? Yes. If you don't play him too hard. Okay. 20 Kilo, 20 Pfund. Ah, ja. Irgendwas mit 20 halt. Also folgendes, beim Fliegenfischen funktioniert diese sehr spezielle Wurftechnik wie bei einem Gummibandel. Man zieht und lässt schneuzen. Die Rute lädt sich also durch das Gewicht der Schnur auf und im richtigen Moment, am Ende des Vorschwungs, lässt der Angler los. Und die Schnur, die flitzt nach vorn, mitten rein ins Glück. Ja, wenn ich doch nur schon so weit wäre wie der Michael. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you, through the storm we reach the shore. You give it all. The humorous quotation says, "Fly fishing is the most expensive, complicated, and best method not to catch a fish."
Zur gleichen Zeit ein paar Kilometer flussabwärts am Ridgepool in Ballina. Bis zu 125 Euro kostet die Lizenz für einen halben Tag. Ohne Gewehr auf einen Fisch. Wer tatsächlich einen Lachs fängt, darf ihn selbstverständlich behalten. Die Markierung durch den Angler. Das blaue Band der irischen Fischereibehörde, für die auch Markus arbeitet. Maximal 10 Wildlachse dürfen im Jahr pro Person gefangen werden. Solltest du jemals einen fangen, da habe ich einen guten Tipp für dich. Da gehen wir nach Ballina zur Salmon Smokerin, zu Clarks. Ja, auf jeden Fall schauen wir unsere Räucherei an. Und natürlich auch die spektakulärste Küstenstraße, den Wild Atlantic Way. Und ich will natürlich meinen atlantischen Lachs fangen. Mit dem feinsten aller Köder, der künstlichen Fliege. Ja, so viel noch zu machen, weil die Woche ist ja noch längst nicht vorbei, Schmidt. Gib nicht auf. Ja, schnell, Schnurstraffe. Ist schon weg. Nee, Auto ist noch dran. Ja, tatsächlich. Dann fange ich die. Ja, Schmidt. Petri heil.